Daniel Altmaier ist aktuell die Nummer 122 der Welt. Vor 4 Wochen stand er zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand Slam Achtelfinale in Paris. Für den 22-Jährigen spielte es keine Rolle, ob er bei einem Grand Slam in Paris oder bei einem Challenger in Hamburg aufschlägt. Challenger Tour ist nichts anderes wie ATP. Das betone ich, das werde ich auch immer wieder betonen. Challenger Leute sind keine schlechteren Spieler, es geht um die Konstanz. Wir wollten nach dieser langen Corona-Pause definitiv alle zurück und wieder im Wettkampf sein. Für die Tennisprofis jenseits der Top 100 sind diese Turniere extrem wichtig. Auch für den an Nummer 1 gesetzten Polen Kamil Majchak. Aufgrund der Covid-Situation brauchen die Spieler diese Turniere. Es ist sehr stark besetzt. Es bedeutet mir sehr viel, denn ich habe eine Chance, ein paar Punkte zu bekommen. Die 32 Spieler kämpfen um 80 Weltranglistenpunkte und um eine Siegprämie von insgesamt knapp 45.000 Euro. Sie kommen aus 14 verschiedenen Nationen. Am Montag vor Turnierbeginn hat die ATP alle Spieler und Betreuer auf Corona getestet. Am Eingang wird immer die Temperatur gemessen. Das Hygienekonzept wurde vom Veranstalter, dem Deutschen Tennisbund, entwickelt. Ich habe schon das erste Feedback der ATP bekommen, die natürlich jetzt viele Turniere besucht haben in den vergangenen Wochen und auch eigene Sicherheitsleute hierher schicken. Die waren sehr zufrieden, gerade unser Eingangsbereich mit der Erfassung aller Personen, die hier auf der Anlage sind, ist sehr positiv bewertet worden. Der Hamburger Tobias Kampke ist einer von insgesamt 9 deutschen Spielern. Kampke hat sein Erstrundenmatch heute Nachmittag gewonnen. Auf dem Nachbarplatz spielte der laut ATP-Rangliste beste Deutsche im Feld Matthias Bachinger. Der 33-Jährige verlor in 2 Sätzen gegen den 21-jährigen Amerikaner J.J. Wolf. Alle sind einfach nur froh, spielen zu können. Das Turnier ist gut organisiert. Ich war noch nie in Hamburg. Es ist aufregend, hier zu sein. Das Turnier findet ohne Zuschauer statt. Alle Spiele auf dem Center Court werden vom Deutschen Tennisbund live gestreamt.